So, ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Ich sehe, der Erik ist schon da. Ja, auf meinem Monitor, auf meinem PC-Monitor sehe ich das Bild schon. Nur hier auf meinem Tablet noch nicht. Da gehen wir noch mal neu rein. Also, jetzt habe ich es. Ja, hallo zusammen. Wir bauen heute das Village-Diorama von der Firma MiniArt. Ist eine ukrainische Firma, die nicht nur Dioramen herstellt, sondern auch Fahrzeuge, soweit ich das weiß. Der Lars ist auch da. Ich grüße dich. Ja, ich kann euch vorab mal zeigen, ich habe hier das erste Diorama, was ich damals davon gebaut habe. Es war dann auch mehr schlecht als recht. Mit einem Tiger drauf und ein paar Figürchen. So sollte es denn am Ende ungefähr mal aussehen. Klar ist jetzt hier ein anderes Gebäude. Den Panzer nehmen wir mal runter. Und ja, wie man auch sieht, die Seite hier, die habe ich seitenverkehrt drauf gemacht. Und auch sonst ist das verbesserungswürdig. Ja, wie gesagt, es war das erste, was ich in der Richtung gebaut habe. Und das jetzige, das sollten wir doch besser hinkriegen. So, das packen wir beiseite und dann geht's hier los. Das setzen wir mal dahin. Deckel auf und los geht's. Ich habe hier gar nichts vorbereitet, ist alles noch eingepackt. Knister, knister in der Folie. Erstmal aufschneiden hier. Und dann können wir das alles schon mal schön vor uns hier ausbreiten. Anleitung und die Unterseite vom Karton legen wir auch mal zur Seite und machen jetzt erstmal hier die Grundplatte, hier an die Grundplatte und das Mauerwerk. Das legen wir erstmal beiseite hier. Die Türen und Fenster. So, und wir beginnen mal hier die Teile auszuschneiden. Ich habe mir sagen lassen, das ist, glaube ich, ein Brasilianer ist das, da Costa Studios. Ich weiß nicht, wer den Kanal kennt. Bei solchen Teilen sollte man am besten immer mit der Rückseite vom Skalpell arbeiten beim Ausschneiden. Dann ist die Gefahr geringer, dass man sich da in die Teile reinschneidet. Ja, Erik, du hattest die mit Silikon auf eine Holzplatte geklebt, hattest du eben schon erwähnt, beziehungsweise nicht erwähnt. Ich habe mir dein Video dazu auch angeguckt. Werde ich dann auch so machen. Das hatte ich auch bei meinem ersten Dioramabau, hatte ich das nicht so gemacht. Und von daher hing das auch an der Bodenplatte ziemlich durch. Und wie gesagt, ich nehme ja auch die Rückseite, gehe da ein paar Mal drüber und dann kann man das Teil eigentlich gut herausbrechen. Ich habe übrigens den Zeitpunkt für den Stream bewusst etwas früher gewählt. Dann könnt ihr alle schön zum Spielfilm gleich, seid ihr alle noch pünktlich vorm TV, wobei ich gar nicht weiß, was heute Abend so läuft. Auf D-Max ist, glaube ich, sonntags oder war das samstags immer auch was mit Modellbauen. Allerdings diese großen RC-Sachen. Ja, das reicht noch nicht. Da war beim letzten Mal zum Beispiel, schneiden wir schon in die Anleitung rein, das erstmal weg. Da ging es um die Saab-Wiggen, glaube ich. Und da fiel mir auch sofort der Bodybuild vom Erik, vom Dennis. Und wer war noch dabei? Erik, Dennis und noch irgendwer. Hallo Tonacho,
die ja ein Bodybuild gemacht haben zu diesen schwedischen Sachen. Und der Kevin hat mich dann erstmal aufgeklärt. Ich hatte geschrieben, ich hatte das auf Facebook gepostet in der Modellbaugruppe. Ich hatte geschrieben, hey, guckt mal, da geht es um die Saab Greipen. Er hat mich da mal aufgeklärt, dass es sich da um die Saab Wiggen handelt. Und zwischen diesen beiden Fliegern liegen dann ungefähr 30 Jahre, habe ich mir sagen lassen. Also nicht ganz korrekt. Aber sie sagten dann trotzdem danke für die Info. War ein ganz interessanter Bericht. Also es sind ja Wettbewerbe, wo die dann später auch auf Messen mit auftreten. Und dann gibt es da auch einen Gewinner, wer von den beiden Gruppen jetzt das bessere Modell gebaut hat, von wegen Eigenanteil und wie das so insgesamt aussieht und so weiter und so fort. Flugeigenschaften natürlich. Ja. Ja, ist jetzt erstmal eine müßige Arbeit hier, klar, aber ja. Auch das muss eben gemacht werden. Ich hoffe, es würde ich nicht zu langweilig dabei. Ich versuche nebenbei immer noch was Schönes zu erzählen. Und ab und zu gucke ich natürlich auch mal in den Chat rein, was ihr so von euch gebt. Hat sich Draken, glaube ich, noch. Ach so, Erik, die Wiggen muss er noch mal neu bauen. Dennis hat seine Draken noch nicht angefangen. Okay. Hallo Daniel, der Bastel Hannes ist auch da. Ich grüße dich. Schönen Abend. Ja, und die letzten Schritte hier, die werde ich dann, glaube ich, auch mit der Spitzenseite, also mit der anderen Seite vom Skalpell machen, weil das ist ja dann schon gut vorausgeschnitten. Ich habe ja jetzt hier nebenbei noch den Ford Aeromax, habe ich hier auch noch liegen, wo ich gestern Abend auch noch ein bisschen was dran gemacht hatte. Der muss halt erstmal fertig gebaut werden, bevor ich mich da ans Altern mache. Ja, aber so viel kann ich schon mal verraten. Es wird so in die Richtung Mad Max Truck gehen, wahrscheinlich. Oder so Zombie-Apokalypsen-mäßig, so mit einem so einem Rambock vorne dran. Ein paar MGs drin, ja, schauen wir mal. Macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Also, wie gesagt, selten, dass ich mal einen Auftragsbau angenommen habe. Aber das ist doch ganz funny. Jetzt nehme ich hier doch mal die andere Seite. Da haben wir schon gut vorgearbeitet, dass das hier mal vorangeht, dass ich hier nicht die ganzen 2 Stunden nur die Teile am Ausschneiden bin. Ja gut, aber so ist das halt hier bei diesen Vakuumbausätzen. Diese Dioramen. Das hält eben auf. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich mir da nicht reinhaue. Oben nochmal lang. Ja, eigentlich kann man ja auch ein bisschen großzügiger arbeiten. Den Rest kann man auch wegfallen.
ganz langsam raus hier. Ne, oben am Torbogen. Da müssen wir noch mal lang gehen. Und hier glaube ich auch noch mal. So, und hier unten noch mal. Und jetzt sollte sich das aber langsam mal lösen hier. Jawohl. Da haben wir es doch. Da sträubt es sich noch ein bisschen. Aber gleich hat es verloren. Jups, und da haben wir schon mal das eine Gegenstück zum Torbogen. Ah, hallo Sven, grüß dich. Und was läuft bei dir so? Immer noch Hachette, Manta oder was hattest du gerade gemacht? Ich habe jetzt schon ein paar Tage länger nicht bei dir reingeguckt. Wird es ein bisschen kniffliger hier bei den Mauerstücken, aber auch da können wir eigentlich großzügig drum rumschneiden. Und den Rest machen wir später. Nicht zu ungestüm. Das Eckchen hier. Komm raus, du Sau. Ja, das gibt's doch nicht. Fadelli Elli nochmal. So, jetzt hast du aber verloren. Zack, und das nächste Teil. Der Audi R8 ist fertig und macht den. Ach ja, stimmt, du hattest den Audi R8, hattest du ja auch noch im Bau. Ja, mal gerade einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, ob man das hört hier draußen, hier bei uns in der Kölner Bucht. Da stürmt es gerade ganz schön. Sturmwarnung ist auch angesagt hier. Da rappelt der Rollladenkasten schon ganz schön hier. Weil ich allgemein finde, dass es für die Jahreszeit immer noch viel, viel zu warm ist. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es noch viel, viel extremer werden mit dem Wetter. Ich weiß nicht, ob es sich dann überhaupt noch lohnt, die Winterreifen aufzuziehen. Wobei ich da mal überlegt hatte, auf Allwetterreifen umzusteigen, aber das ist wohl mehr ein fauler Kompromiss, da die schneller verschleißen sollen. Von daher bleibe ich lieber auf Sommer- und Winterbereifung. Gut, ist immer ein bisschen Arbeit, die zu wechseln, aber ja, besser ist das. Das haben wir. Die Stücke, die ja übrig bleiben, die kann man übrigens ganz gut zur zusätzlichen Stabilität nehmen, wenn man die Teile hier nachher zusammenklebt. Dann kann man die ganz gut als Stütze hier noch dazwischen nehmen. Jetzt sieht man das. Hier. Finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Die lassen sich dann wunderbar als zusätzliche Stabilität nutzen. Deshalb lege ich mir die auch immer beiseite noch. So.
So, dann der nächste Torbogen hier. Noch irgendwie dazu bekommen. Nö, bis jetzt nicht. Der Bastelhannes. Ja, Daniel, von dir habe ich auch länger nichts mehr gesehen. Woran arbeitest du denn gerade? So mal nebenbei gefragt. Manta Bismarck und das Holzbike, okay. Da hattest du da Videos zu gemacht? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber schaue ich natürlich gerne noch mal rein, klar. Weil normalerweise hatte ich auch bei dir die Glocke gedrückt. Aber dann habe ich es wohl verpasst. So. Ja, zumindest habe ich jetzt zu diesem Stream auch das richtige Titelbild verwendet. Ja, das war auch ganz lustig bei meinem ersten Teststream, als ich das Fahrwerk von der Mezu 62 gebaut hatte. Da wurde sich dann ja nicht beschwert, aber da hatte ich das Titelbild, also das alte Titelbild meines Kanals, hatte ich da eingeblendet und darauf war ein B-17 Bomber abgebildet. So. Und dann kamen natürlich die ersten Kommentare runter, das ist aber keine ME, das ist eine B-17. Da sollte man sich schon mit auskennen, wenn man sowas macht. Ja, okay. Ja, mein Gott, wenn man das so eng sieht. Und dann kam da noch ein Kommentar. Er sagte dann, ich bräuchte ihn nicht zu belehren. Er beschäftigt sich seit den 60ern mit der Luftfahrt. Ja, ist ja schön. Aber ich finde, ja, sowas muss nicht sein. Das ist Kinderkram. Jeder, der den Stream gesehen hat, wusste auch, worum es da ging. Also, das ist Müll. Ja, aber auch das gehört dazu. Ne? Es gibt nicht nur Sonnenschein. Ich kann mit Kritik umgehen, solange sie denn sachlich ist. Ich denke, jeder von uns. Ich sag mal immer so, der Ton macht die Musik. Und dann passt das schon alles. Ne? Natürlich hat man immer ein paar, ja, Idioten darunter, ist einfach so. Ja, Erik sagt gerade, geh mal auf Messe, da sind die Nietenzähler noch besser. Ja, okay, das glaube ich dir. Ahu, Frau von Erik, du bist auch da, grüß dich. Ja, das ist so der, wie soll ich sagen, der Running Gag unter uns. Ich sage immer, Ahu, Frau von Erik. Und sie sagt, hey, Mann von Simone. Ja, immer schön, immer lustig. So, jetzt die Ecke noch und dann haben wir die erste Platte schon komplett ausgeschnitten. Was heißt schon? Wie lange sind wir jetzt dran? Ja, 20 Minuten, okay, das geht ja. Ja, aber wir haben ja Zeit. Aber nur bis die Spielfilme anfangen. Maximal bis 20.15 Uhr, dann lasse ich euch in Ruhe. Ich meine, ihr könnt auch so machen, was ihr wollt. Aber wie gesagt, ich habe den Stream extra ein bisschen früher gelegt. Ja. Fußballmäßig ist ja im Moment auch nichts los, Corona-bedingt, beziehungsweise nur ohne Zuschauer. Die ganzen Geisterspiele, ja, so ist es halt leider Gottes. Bin ich jetzt, oh,
Upsi, hier oben bin ich noch gar nicht lang gegangen. Dann kann das Ganze auch noch nicht sich herauslösen. Logisch. So, einmal. Jawollo. Geht wieder ein Stück raus hier. Ich bin immer froh, wenn ich alle Teile hier raus habe. Das ist dann doch bei MiniArt, durch diesen Vakuumbau ist das dann doch teils etwas nervig. Ja gut, aber wenn es dann endlich ans Verkleben geht und Verspachteln, das macht mir dann doch ein bisschen mehr Laune, als die ganze Zeit hier mit dem Skalpell rumzujuckeln. Juhu! So, das lassen uns wie gesagt mal auf Seite hier. Können wir alles gut zur Versteifung benutzen. Next Part. Häuserwand. Oh Gott, wie sehe ich aus hier? Ja, Späne, noch und nöcher. Wo gehobelt wird, fallen Späne. So ist es. Prost. Und weiter geht's. Gut, wo fange ich denn an hier? Ja, ich fange mal mit dem Mäuerchen hier an. Mit dem Licht hier noch ein bisschen mehr. Ich will das Licht jetzt nicht zu tief ziehen, weil das sonst immer diese schwarzen Streifen im Bild gibt von dem LED-Licht. Aber so geht es, glaube ich, noch. Ne? So. Ja, und wenn ich jetzt gerade so überlege. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen vorarbeiten können hier, weil das könnte dann doch ein bisschen langweilig für euch werden. Und irgendwann gehen mir auch die Gesprächsthemen aus, ehrlich gesagt. Naja, gut, aber das Modellbauthema ist ja eh eine Nische, sage ich mal, was nicht jeden unbedingt interessiert. Und ja, ob ich jetzt 5 Zuschauer habe oder 30, ist auch egal. Wem es zu langweilig wird, der geht eben raus. So ist das dann halt. Ah, das fluppt doch jetzt hier gerade eigentlich. Zumindest bei diesem Teil fluppt das hier gerade ganz gut. Spachtelmasse und Klebeband und Kleber werden wir dafür eh gleich noch oder später noch en masse brauchen. Das ist bei diesen Bausätzen hier ist das halt eben die Regel. Da kommt man nicht drum rum. Zack. Ach, ich freue mich immer, wenn ich wieder ein Teil raus habe. Super. Juhu. Aber jetzt hier bei der Häuserwand geht das jetzt, glaube ich, recht zügig. Da sind nicht zu viele Kurven drin. Und auch hier bei dem Mauerstückchen auch. So, gucken, was hier los ist. Nicht viel. Gut, dann noch ein Eckchen wegschnippeln. So. Und da haben wir schon das nächste. Hier putzen wir auch mal gerade drüber. Ist auch schon einiges zusammengekommen. Ganz viele Späne, kann man noch ein eigenes Diorama draus bauen, fast. Nee, aber ganz so schlimm ist es nicht.
Sodele. Next one. Wieder in Action. Ich mache das hier auch so, ich reinige die Teile nicht vorab, sondern klebe erstmal alles zusammen und reinige die Teile dann einmal, gehe ich mit Alkohol drüber. Das reicht dann eigentlich auch und als nächstes werde ich dann auch schwarzen Primer verwenden. Da sieht man dann, denke ich, am besten, wo es lang geht. Ein Fenster. Ich glaube, wir haben gleich. Ja, müsste eigentlich noch so eine Häuserplatte sein. Und dann sind wir, ja, zwei Stück noch. Das ist noch eine Häuser. Ah ja, und die Grundplatte. Ja, da braucht man ja nichts auszusäbeln. Das ist ja logisch, gell? Ja, Dani, meine Lieblingsbeschäftigung ist es auch nicht gerade. Ich baue schon gern Dioramen, aber diese Ausschnippelei hier, klar, das ist, ja, kann schon nervig werden auf Dauer, wobei das ja hier bei dem Bausatz noch geht. Mach mal so eine Ruin Church von Mini Art oder so, so eine ganze Straße, da gibt es ja noch einiges mehr. Und ich glaube, da wirst du richtig geil. Ja, aber das hier, das ist schon alles noch im Rahmen hier, das geht noch. Upsi. Schauen wir mal, ob das schon reicht hier. Ja, da müssen wir noch mal bei. Das geht noch nicht durch. Immer schön vorsichtig, dass wir nicht in die Fassade selbst reinschnippeln. Wobei sich selbst das auch noch mit ein bisschen Putty korrigieren lässt, denke ich. Ja, und da motzt wieder mein Kater ganz furchtbar vor der Tür. Der mag das nämlich nicht, wenn ich hier alleine im Raum hocke. Er will halt zum Papa. Aber da muss ich hart sein. Kein Bock, dass du mir hier drüber tapert. Bei anderen Leuten, die haben natürlich auch Haustiere und haben keine andere Möglichkeit. Ja, als sich im Wohnzimmer oder sonst so auszubreiten. Und dann, ich kenne das von meiner alten Wohnung her noch, da ließ sich das nicht vermeiden. Da hatte ich nur ein Zimmer und da lief der Kater halt auch ab und zu dazwischen. Das war auch echt ätzend, weil da musste ich auch jedes Mal meinen ganzen Kram aus dem Schrank holen, aufbauen. Das heißt, meine ganzen Werkzeuge, Airbrush-Kompressor, Pistole und Farben und. Und nach jedes Mal, wenn ich dann 2 Stunden gebaut hatte, wenn ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, klar, dann musste ich den ganzen Packen wieder nehmen und ja, halt wieder in den Schrank räumen. Ne? Das war immer eine Hin- und Herräumerei. Ja, war echt ätzend, kann man sagen. Was sagt der Erik? Broko Leopard 2, 6 Teile pro Kettenglied, alles ausschneiden, sauber. Ja, Kettenglieder ist, kann ich absolut nachvollziehen, Erik. Kettenglieder ist, puh, ja. Da kommt keine Freude auf. Das dauert echt, das ist mühselig ohne Ende, ja. Es sei denn, du hast halt diese Gummikettenglieder, aber. Einzelkettenglieder sind natürlich immer besser. So, auch hier müssen wir noch mal rein. Ich dachte, es löst sich schon, aber nein. Oh, das reimt sich sogar. Da müssen wir noch mal rein. Es löst sich schon, aber nein. Haha.
Da fallen wir auch gleich nochmal nach. Beziehungsweise kann ich da so nochmal bei dieser eine Streifen hier unten. Ja, geht auch so. Zack. Weg ist es. So, und dann sage ich schon mal kurz Prost zusammen. Erik, stimmt, ich glaube, du hast auch Katzen, ne? Meine Katzen liegen neben mir bei Bauern. Ja, ja, da springen sie nicht auf den Tisch. Ja, dann sind sie gut erzogen. normalerweise erziehen Katzen ihre Herrchen ja immer. So ist es zumindest bei uns. Das kriegst du auch nicht mehr raus. Also mein ältester Kater, der Jerry, der wird jetzt im März, wird er 10. Und der ist sowas von verschmust. Also, das ist echt nicht mehr normal. Jetzt die Tage sagte meine Freundin, als ich auf der Frühschicht war, sie war zu Hause. Und er hing die ganze Zeit bei ihr auf dem Schoß, wirklich unterbrochen, wollte gekrault werden. Und wenn du das dann mal nicht gemacht hast, dann ist der Richtung Fernseher gegangen und hat da am Bildschirm gekratzt mit den Krallen. Also furchtbar, furchtbar. Also so ein verschmutztes Tier, das habe ich noch nie erlebt. Krass. Ja, und die beiden Mädels, also die beiden Katzen, die sind jetzt 3, die meine Freundin mit in den Haushalt gebracht hat. Muffin und Tiffy. Tiffy hat eigentlich nur Blödsinn im Kopf. Und ja, Muffin, das ist eine britisch-Kurzhaar. Mit der kommt der Jerry halt eben am besten klar. Und zwischen Tiffy und ihm, da gibt es dann immer noch ab und zu mal so einen kleinen Krieg. Und er muss ja quasi zeigen, wo es lang geht. Ja. Also die käbbeln sich nicht durchgehend. Nur manchmal ist dann noch mal kurz angesagt, zu zeigen, wer da der Boss ist. Ne? Ja, so ist das. Wie wir ja alle wissen, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Okay. So, hatte ich den ganzen Kram auch nochmal im Karton. Daniel, du hast 2 Hunde und 2 Katzen. Ah, auch interessant. Erik hat auch 3. Ja, dann wisst ihr ja, wovon ich spreche. Entschuldigung. Ein Bäuerchen. So, und jetzt muss ich erstmal kurz an der Dampfe ziehen hier. Oh, tut das gut. So. Hier mal kurz ein kleines bisschen Ordnung reinbringen, dass wir ein bisschen Platz haben für das letzte Teil. Ja, und auf in den Kampf, ne? Was soll ich sagen? Bald sind wir durch, bald sind wir durch. Keine Panik. Alles wird gut. Und wenn nicht, kommt ein Pflaster drauf. So. Oh mein Gott, Daniel. Ja, das denke ich mir auch gerade. Aber wie gesagt, wir sind bald durch mit dem Ausschneiden hier und dann wenden wir uns mal der Grundplatte zu und dem Bauplan. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier weiter zusammenkriegen. So. Du. Turalu, ich schneid Mauerwerk, was machst du?
Da würde ich gaga werden, ja, Daniel. Ich glaube, irgendwo sind wir alle schon gaga. Also manchmal fragt man sich echt, warum tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Aber irgendwer muss den Scheiß ja machen, sage ich mal. Ja. So wird es wieder nichts mit der Monetarisierung. Aber das ist mir auch relativ Latte, weil ich mache das hier alles nach wie vor nur zum Spaß und nicht irgendwie, um Kohle zu verdienen oder mich da irgendwie zu profilieren. Nee. Alles Spaß am Hobby. Und ich freue mich halt, wie gesagt, immer wieder, wenn ich da Leute mit unterhalten kann, ein bisschen was von meinem Wissen weitergeben kann und so weiter und so fort. Ich habe halt auch durch die Facebook-Gruppe oder verschiedene Facebook-Gruppen habe ich da auch viele Leute schon durch kennengelernt. Natürlich meist nur virtuell, aber ja, bis jetzt kann ich sagen, das sind durchweg alles nette Menschen, die einem auch gerne helfen. Und ja, so versuche ich das halt auch zurückzugeben, ne? Wenn einer Fragen hat, immer her damit. Und Kritik auch immer her damit. Ja. Und so sage ich halt immer, ist das eine Hand wäscht die andere. Ja. So. Jetzt haben wir nur noch die Fenster. Oh, jetzt habe ich mich fast geschnitten. So. Die letzten drei Fenster. Und dann sind wir auch schon mit dem Ausschneiden fertig. Ja, 40 Minuten knapp sind wir jetzt dran. Ja, ich denke, das geht noch. Das ist okay. Im Gegensatz zu Einzelkettenglieder kleben. Ja. Ich habe das auch vor kurzem. Der Dennis Lange, der D-Lan, hat ja diesen Speedbuild gemacht bei Revell. Und ich hatte da nachmittags mal reingeklickt. Und klar, der war natürlich auch ziemlich lange mit den Ketten beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Fahrzeug das war. Sonderkfz, irgendwas. Panzer, Abwehr, keine Ahnung. Das kann mir sicher irgendwer von euch noch sagen. Der Erik weiß es bestimmt noch. Man muss dazu sagen, die sind nicht komplett fertig geworden. Also der Speedbuild, der sollte über 6 Stunden gehen. Und zumindest beim Dennis nicht. Und den Rest hat er dann so halt zu Ende gebaut. Da kamen dann auch noch Figürchen rein. Ich weiß jetzt aktuell gar nicht, wie weit er ist, ob er schon fertig war. Müsste ich dann nochmal reinschauen. Da baue ich doch lieber meine Dioramen aus Stein. Ja, okay. Natürlich. Die halten wahrscheinlich auch besser. Keine Frage. So, dann weiter geht's. Der neue Tamiya Mada war es, ja genau. Speedbuild war von MBK. Nee, Speedbuild war das von MBK? Echt jetzt? Modell war König? Stimmt, kann sein. Kann sein, dass ich mich da jetzt vertue, David. Ich glaube, der Podcast, den sie gemacht hatten, der war von Revell. Ja, kann sein, dass ich mich da jetzt täusche. Ja, was auch immer. Ja, genau. Christian Schiller, Harald Bauske und Delang. Ja, die waren es.
Ja, also allergrößten Respekt und stramme Leistung, sich da 6 Stunden am Stück im Livestream hinzusetzen. Wenn ich für mich selber baue, klar, da schaffe ich das auch, aber ja, es war schon eine krasse Nummer, fand ich. Ne? Dann zwischendurch will man ja auch mal was essen und trinken. Ich habe, klar, ich habe nicht durchgehend zugeguckt. Ja, aber auch das haben sie sicherlich irgendwo geregelt, dass man auch die menschlichen Bedürfnisse zwischendurch mal befriedigen konnte. Ich fand es sehr lustig und unterhaltsam, vor allem wenn Falken eingebaut wurden, ja. Heieiei, so noch 2 Striche hier und dann haben wir auch den letzten Durchbruch. Hier rauscht gerade wieder ein Zug vorbei. Ja, wir wohnen hier direkt an der Bahn. Und ich sag mal, am Anfang hat es mich noch genervt. Aber jetzt so nach 2 Jahren, wo wir hier wohnen, habe ich mich doch schon sehr daran gewöhnt. Auch die Güterzüge, selbst die höre ich nachts nicht mehr. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Ja, Essen und Trinken wird überbewertet. Wow, kommt drauf an. Genauso wie Schlafen, ne, Daniel? Manche sagen, das bisschen, was ich esse, kann ich auch saufen. Ja, kann man so auch natürlich machen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Gewalt. Da gehen wir lieber noch mal nach. Also. Ja, das sieht doch schon besser aus. Yay! Yeah. Wir sind durch beim Ausschneiden. Zack. Jetzt fegen wir noch mal ein bisschen den Staub hier von der Matte. So, zack. Heidenai. Dann nehmen wir uns mal die Grundplatte und die Anleitung zur Brust. Wo sind wir denn hier? Das ist schon das fertige Stück hier. Um Fenster und Türen kümmern wir uns später. Die Seite soll da weggeschnitten werden. Okay, dann sind das erstmal die beiden Stücke hier. Wenn ich das richtig sehe. Hier andersrum hier. So. Also der Teil soll weg. Hä? Wie, wo, was? Das kann doch irgendwo nicht. Das kann doch irgendwie nicht sein. Oder? So. So soll's. Genau, doch. Ach, verstehe. Ja. Okay. Ja. Okay, das ist das Stück Mauer, was hier nachher dran soll. Okay, bevor ich hier jetzt irgendwas Falsches mache, glaube ich, nehme ich erstmal das hier. So, das da so zusammen. So. Ja, Mini-Art ist echt immer eine Herausforderung. Ich dachte eigentlich, ich hatte vorher mit dem Erik noch darüber geschrieben. Ich dachte eigentlich, ich hätte das ganz gut im Griff hier.
Das soll so schräg weg. Aber jetzt stehe ich hier doch irgendwie auf dem Schlauch. Ja gut, egal. Wo ist denn jetzt hier? Genau. Ich glaube, ich fange erstmal mit dem großen Hausstück hier an und dann sehen wir ja. Ne? Dann sehen wir ja, was da am Ende noch weg muss. So, dazu klebe ich mir jetzt erstmal hier ein paar Verstärkungsstreifen ein. Säbeln wir uns hier mal was weg. Und müssen natürlich auch gucken, dass es nicht zu breit wird. Jetzt auch nochmal ein Stückchen hier raus. So. Und das pappen wir uns jetzt erstmal da rein. So. Das hilft mir. Upsi, nicht wegwerfen. Und da liegt doch schon der Kleber. Ja, da oben machen wir uns. Da machen wir uns auch noch einen rein. Einen kleinen Streifen zur Verstärkung. Schneiden wir uns auch noch ein bisschen schmaler. Den bauen wir uns noch hier hin. So. Und auf der anderen Seite nachher, da wird ja dann eh noch was weggeschnitten. Das können wir erstmal lassen. Ja, so sollte das hinhauen. Und hier kann man eigentlich jetzt auch sagen, mit dem Kleber nicht sparsam sein. Also wie gesagt, bei diesen Dioramen, da kommt es hinterher nicht so drauf an, ob da ein bisschen Kleber rausguckt. Das kann man sich alles nachher schön wieder ein bisschen wegfeilen. Ja. Also, wobei ich hier an den Fenstern und Türen, da könnte ich eigentlich auch noch was zur Verstärkung nehmen. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal ein Stückchen. So. Machen wir jetzt da noch einen hin. Da noch einen, so. Und da oben bauen wir uns auch einen Streifen dran. So. Dann hat das alles ein wenig mehr Stabilität. Das lasse ich jetzt alles noch mal ein bisschen anziehen, beziehungsweise ja. Hier an den Seiten hatte ich zwar jetzt schon Kleber drauf gemacht, aber dann gehen wir da eben noch mal lang. Das ist ja nicht das Thema. Das sieht doch alles schon ganz gut aus hier. Ich muss mir übrigens mal eure Namen nochmal aufschreiben, alle. Beziehungsweise jetzt hier geht es noch, da kenne ich die meisten, aber zuletzt war da noch Modellbau pur und weiß ich wer da. Der Erik hatte sich da auch schon mal Namenslisten gemacht, aber mir entgehen die irgendwie immer wieder.
Sollte ich mir auch mal angewöhnen, so eine Liste zu machen. Da fällt das doch dann einiges leichter, sich die Namen zu merken. So, Kleber, Kleber, Kleber. Kleberparty. Und jetzt fügen wir das Ganze mal hier zusammen. Das sollte nicht so sein, das soll nach innen. So. Okay. Und jetzt wird es interessant. Jetzt werde ich mir noch mal ein paar Klebestreifen vorbereiten. Damit wir das Ganze noch ein bisschen fixieren können. Bis es mal richtig ausgehärtet ist. Ja. Masking Tape is helpful here. So, dann gehen wir erst hier noch mal drüber. Jetzt muss ich es noch mal ablegen. Dafür nehme ich jetzt mal hier den Limonenzement. Lecker. Lecker, lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Der riecht wirklich gut. So, einmal hier. Nur ein Stückchen weiter oben. Ich hoffe, ich bin hier einigermaßen im Bild jetzt. Ja, jetzt. Und das zweite Stückchen hier oben ein bisschen fixiert. Und da gehen wir jetzt auch noch mal drüber. So, dann haben wir das. Und jetzt gehen wir hier mal lang. Also es ist schon alles mit ein bisschen Gefummel verbunden, aber doch kein Hexenwerk, sage ich mal. So. Da auch noch was zum Fixieren. Aber nicht kosten. Nee, nee, keine Sorge, Daniel. Auch wenn es noch so verführt, ich würde da nie was von trinken. Nee, nee, lass mal. Nö, nö, so einen Unsinn machen wir nicht. Kleber schnüffeln, ja, aber nicht saufen. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Ja, Jerry, ich weiß, mau, mau. Ich weiß, ich weiß. Du magst es nicht. Ja. Oh, da müssen wir nachher noch mal bei. Hier steht noch ein ganzes Stück über, wie man sieht. Also das hier unten wird dann, glaube ich, nachher weggeschnitten, so wie ich das gesehen habe. So, aber hier oben gehen wir jetzt auch noch mal drüber. Und fixieren das da auch noch mal. Zack. Und dann hier unten am Boden. Da gehen wir dann auch noch mal lang. Das haben wir und hier auch noch mal ein wenig. Jo, Klebeband und Zewa, die besten Freunde des Modellbauers. Zack.
Ja, man sieht hier innen in den Fenstern. Ja, also da wird noch einiges beizufallen und beizuspachteln sein, aber das ist normal. Das ist völlig normal bei diesen Bausätzen. Alles gut. So. Die Fassade haben wir jetzt. Ups, ne, hier oben. Da gebe ich auch noch mal was zwischen. Und auch noch mal einen kleinen Streifen dran. So. Okay. Und dann machen wir uns mal hier an den Torbogen. Das lassen wir erstmal schön aushärten hier. Ja, auch da wird hernach, genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wird nachher, da wird auch in der Ecke was weggeschnitten. Wir schneiden uns erstmal, beziehungsweise reißen uns erst nochmal vorbereitend ein paar Klebestreifen ab. Ich glaube, auf die Versteifung hier innen verzichte ich jetzt mal oder doch nicht oder mache ich besser was rein? Doch, ich mache besser was rein. Sicher ist sicher. Dann machen wir einmal hier. Einmal hier. Und dann machen wir noch einen auf der anderen Seite. Und so langsam wird das doch was. Ich glaube, wir kommen dann irgendwann ans Ziel, wie auch immer. Alle Wege führen nach Rom, oder wie war das? So, zack. Das lassen wir jetzt noch mal ein bisschen anziehen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind hier auch gut. Ich habe hier schon alles in dem Raum angemacht, was zur Beleuchtung beiträgt. Aber ich denke, man kann das alles ganz gut sehen hier. Der Ton, der hallt hier noch ein bisschen in dem Raum, aber ich habe mir da jetzt noch ein Tarnnetz bestellt. Das ist noch auf dem Postweg. Das werde ich mir an die Decke hängen, halt um einfach mal irgendwas zu haben, was hier den Schall bricht. Weil wir haben hier ziemlich hohe Decken in der Dachgeschosswohnung, auch wenn es Dachgeschoss ist. Die Decken sind ja recht hoch. Ich glaube, das dürften so 3 Meter sein oder 2,80. Und von daher halt das hier eben immer noch ein bisschen. Dann machen wir uns mal hier an das Gegenstück. Das haut doch wunderbar hin. Ja. Das schaut doch gut aus. Und einmal Klebeband. Zack. Und zweimal Klebeband, einmal schön rum hier. Torbogen. Ich hoffe, ach, ich bin schon wieder aus dem Bild hier, sorry.
Natürlich sollt ihr das auch sehen, was ich hier mache. Alles gut zu sehen und zu hören. Danke, Daniel, für das kurze Feedback. Wunderbar. So, dann gehen wir hier noch mal weiter. Ah, das riecht, dieser Kleber, der riecht einfach. Lecker, lecker. Das war ein guter Kauf. Ja. Gute Investition. Ah, no. Verdammt, das war zu festgedrückt. Das war nicht gut. Da müssen wir noch mal. Jetzt aber. Das sind ebenso die Sachen im Livebau, ja. Da ja, auch Fluchen gehört dazu. Sonst wäre es kein Modellbau, ne? So, dann hier oben mal. Das nächste Stückchen. Zack. Bin ich denn jetzt hier? Das gefällt mir immer noch nicht hier oben. Das müssen wir nochmal abziehen. Das ist auch ein bisschen zu. Ja, da ist das Plastik drunter gerutscht. So, jetzt aber. So sieht das besser aus. Jetzt. Das gefällt mir besser. Gut, wunderbar. So, dann gehen wir weiter hier an dem Mauerstück. Ich meine, ich muss sowieso nachher hier noch mit jeder Menge Spachtel nacharbeiten. Das ist noch weit weg, weit, weit weg von der Endphase hier. Alles, ja, da kommt auf jeden Fall auch noch Spachtel bei. Ich kann es aber schon mal so gut zusammenbringen, wie es eben möglich ist. Ja, ob ich jetzt den oder den Kleber nehme, ist eigentlich am Ende wurscht. Hauptsache, es pappt. So. Gut, dann hätten wir das auch. Da muss ich aber auch noch mal bei, sehe ich gerade. Wo waren wir denn jetzt? Hier. Das gefällt mir noch gar nicht hier an der Ecke. Da gehen wir dann auch noch mal bei. So soll es sein. Und hier. Und hier dann auch noch mal. So. Okay, dann haben wir das Häuschen und den Torbogen schon mal. Grundplatte ist klar. Dann haben wir jetzt hier die zwei Mauerteile noch zusammenzupappen. Okay. Also, das war dieses. Hier ist die Unterseite, alles klar. Das kommt dann so zusammen. Jo. Verstehe, okay. Und auch da schneiden wir uns wieder ein paar Teilchen zur zusätzlichen Stabilität mit aus. Naja, das ist zu schmal, dann nehmen wir ein bisschen mehr. So.
Machen wir uns einmal hier was rein. Und hier unten auch. Und da noch. Boah. Zack. Ich werde mir dann überlegen, ob ich das Ding hier weiter mit euch im Livebau mache oder aber ob ich da Bauberichte zu mache. Das schauen wir dann mal. Bei mir ist halt hier eben das Problem, dass meine Airbrush-Kabine links von mir steht. Und ich habe zwar jetzt hier den Schwenkarm dran für die Webcam, aber ich glaube, das ist von den Lichtverhältnissen her nicht so toll. Ich könnte die Grundierung mal drauf machen und die einzelnen Bereiche kann ich eigentlich auch hier am Platz lackieren. Das sollte eigentlich gehen. Ja, wie gesagt, das überlege ich mir dann noch. Ne? So, lassen wir noch mal kurz ein bisschen anziehen hier und gönnen uns mal eine kleine Dampfpause. So. Sechs Zuschauer habe ich aktuell. Ich weiß nicht, wer von außerhalb noch alles zuguckt. Soweit ich weiß, werden ja die Zuschauerzahlen hier auf YouTube nur angezeigt, von denen, die auch auf YouTube angemeldet sind, beziehungsweise einen eigenen Account haben. Da können mir andere, die öfter streamen, sicherlich noch mehr zu sagen. Aber ich glaube, außerhalb von Facebook und so weiter wird das hier nicht angezeigt. Keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ich Unrecht habe. Jo. Okay. Ja, das ist jetzt hier auch ein bisschen angezogen. Und dann können wir hier auch fortfahren. So, das haben wir schon mal. Und dann, so. Dann machen wir uns noch mal ein paar Klebestreifen zurecht hier. So, eins, zwei, drei. Nehmen wir noch einen. So. Besser zu viel als zu wenig. So, dann fangen wir, wo fangen wir denn an? Ich denke, hier an der Oberseite fangen wir mal an. Funktioniert natürlich wieder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe mit der Abstützung, aber klar, ich habe es wahrscheinlich jetzt nicht genug aushärten lassen. So. Ja, doch, aber. Es geht halt alles irgendwie, ja. Also, eine Seite. Dann hier unten. Wahrscheinlich habe ich auch jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Ich hätte die Ecken hier wahrscheinlich vorher abschneiden sollen, aber ja, ich klebe es jetzt doch besser vorher alles zusammen und kann dann nachher, ach, verdammt nochmal, und kann dann nachher besser sehen, wie viel ich an den Kanten abschneiden muss, dass es zusammengeht. So.
Das noch mal ein bisschen dran drücken. Ja, ich habe es eben schon gesagt, besser zu viel Klebeband als zu wenig. Da werden wir noch ein Stück brauchen. Da hat sich das schon wieder reingedrückt. Das sollte es nicht tun. So. Das war nicht der Plan. Wo ist es da? Noch mal ein Stück und dann gehen wir da auch noch mal nach. Und dann sollte es aber auch gut sein. So. Und zacki, zack. Sehr gut. Auch das verlassen wir ein bisschen aushärten. Dann wenden wir uns hier mal dem kleinen Mauerstückchen zu. Ja. Und wieder Klebestreifen. Diesmal werde ich mir direkt ein paar mehr vorbereiten. Also für das letzte Stück dann noch. Sodele. Zwischendurch das Atmen nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, ich glaube, es gibt so einige Sachen im Modellbau, wo man vergisst zu atmen. Das kennt ihr sicherlich alle. So, ah, und schon wieder zu fest zusammengedrückt. So. Jetzt hier nochmal ein bisschen. So. Wunderbar. Dann hier oben drauf. So. Ich meine, wenn das nachher auf das, auf die Platte kommt hier, unten auf die Grundplatte, dann kriegt es ja auch wieder ein bisschen Stabilität. Aber trotzdem werde ich das hier schon mal so gut wie es geht fixieren. Ja. So. Und ruhig mit dem Kleber hier nicht sparsam sein. Alles später auf jeden Fall noch korrigierbar. Jo, und das war das Teil, wo ich am Anfang ein bisschen stutzig war, weil ich nicht wusste, wie, wo, was. Aber es kann ja logischerweise, dieses Mauerwerk kann ja logischerweise nur so zusammenkommen, ne? Oder sehe ich das falsch? Ich denke mal schon. Dann noch mal ein paar Klebestreifen mehr. So, und dann gucken wir mal, wie wir das uns gleich hier zurechtschneiden müssen. Ich gebe nämlich zu, ich bin ganz schlecht in räumlichem Vorstellungsvermögen. Ja. Aber meine Fähigkeiten sollten dafür trotzdem ausreichen, auch wenn ich wenig Vorstellungsvermögen in der Sache habe. So, Dille, das letzte Teil, was hier zusammengefügt werden muss. Fangen wir hier unten an der Ecke mal an oder versuchen anzufangen. Ah, das ist echt jetzt hier eine extreme Fummelei. Aber auch das kriegen wir irgendwie, ja, irgendwie zum Halten, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Ja.
Oder ich glaube, ich fange mal hier oben an. So. Am besten, wir fixieren uns das erstmal. Ich glaube, das ist der beste Weg. So, und dann haben wir schon mal einen Pack an. Und dann. Jawohl. So. Ich kriege hier gerade die Krise so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Aber gleich, ich glaube, gleich hat es verloren. Gleich haben wir das. So, der geht mir schon mal nicht mehr weg. Und das Teil hier unten auch nicht. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen was zwischen. Ist mir das jetzt da oben schon wieder weggerutscht? Jo, das muss weiter nach vorne. Das fixieren wir dann da auch noch mal extra. So. Gut. Okay. Gefällt es euch oder kriegt ihr eigentlich die Krise, wenn ihr das seht, was ich hier so veranstalte? Mal so eine Frage zwischendurch, so nebenbei. Ja. Oder hättest du es anders gemacht, Erik? Jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob du noch da bist. Ist der Erik noch da? Wird wahrscheinlich schon raus sein, weil hat länger nichts mehr geschrieben hier. So. Auch das haben wir jetzt fixiert. Lassen wir auch noch mal ein bisschen aushärten. Also da wird einiges an Spachtelarbeit noch auf uns bzw. auf mich warten. Kratz, kratz, schwapp, schwapp. So. So. Meins ist es nicht, sagt der Daniel. Ja, kann ich verstehen. Das ist auch wirklich nicht jedermanns Sache hier. Einer hatte auf Facebook drunter geschrieben, als ich den Stream hier angekündigt hatte. Der sagte dann endlich mal Diorama-Bau. Jo, ja, das muss einem wirklich liegen. Ne? Also der eine baut halt gerne oder lieber Autos, der andere lieber nur Militär. Ja, der andere wiederum nur Hachette oder was weiß ich. Ne? So ist das eben unterschiedlich. Gelle, jedem Tierchen sein Pläsierchen. So, und dann schauen wir jetzt mal, dass wir das Ganze auch auf die Grundplatte kriegen hier. Jetzt muss ich hier nochmal kurz schauen. Da geht eine Mauer über Eck. Ja, das ist der Torbogen. Das war dann dieses Teil hier. Genau, der kommt dann hier hin. Und ja, genau, und dieses Teil dann hier dran. Jetzt sehe ich auch, was ich hier wegschneiden muss. Ne? Das wird jetzt alles schon mal ein bisschen deutlicher hier. So sieht man das. Diese beiden Ecken, die müssen am Ende zusammen. Das heißt, wir müssen hier was hier vorne, hier müssen wir was wegschneiden. Logischerweise, jo. Okay.
Dann fange ich jetzt hier schon mal an zu schnibbeln. So. Verkehrt rum. So. Und das kommt dann hier komplett weg. Einmal. Und dann schauen wir mal hier. Jawohl. So. Ja, das sollte so ungefähr hinhauen. Beziehungsweise, ja doch. Wobei ich jetzt hier auch wieder nicht weiß, habe ich da einen Fehler gemacht beim Wegschneiden, weil das Mauerwerk sollte ja eigentlich, wenn ihr das hier sehen könnt, das Mauerwerk sollte ja eigentlich durchgehend zu sehen sein. Nö, aber so scheint es richtig zu sein. Ja, gut. Okay. Müsste passen. Halt nicht runterfallen. Ja, doch, so sollte das zusammengehen. Und dann. Tutti-tutti-du. Ach so, okay. Das. Jetzt hier. Ja, genau. Das kommt komplett hier so mit dran. Und da hinten müssen wir dann wieder schneiden. Das gucke ich mir jetzt mal an. Das ist das Stück, was hier dran soll. Ja. Wo das ja so eigentlich schon ganz gut hinhaut. Wenn ich da jetzt wegschneide, ja, das ist das Stück, was hier hinkommt, das ist klar. Okay. Also das hier unten muss auf jeden Fall noch weg. Zack. Ja, alles klar. Und weg damit. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht hier. Jetzt muss natürlich da oben das Stück noch weg. Jo. Oder habe ich mich jetzt schon verschnitten? War ich da schon wieder zu schnell? Das muss hier oben noch lang. Ja. Ach so, die Ecke muss noch runter hier. Alles klar. Oh nein. Das habe ich doch gerade erst zusammengepackt. Warum löst sich das denn jetzt schon wieder? Ärgerlich. Nee, ich glaube, ich werde erstmal das Häuschen jetzt hier aufkleben und dann den Torbogen. Und dann denke ich, schauen wir weiter. Das müsste auch soweit schon ausgehärtet sein. Jawohl. Beziehungsweise ich muss hier unten noch, dann muss ich wegfallen, bevor ich es ausklebe. Das ist klar.
da ausklebe, aufklebe. Das ist natürlich klar. Das ziehen wir uns natürlich erstmal ab hier, das ganze Klebeband. Beziehungsweise denke ich mal, bevor ich das Ganze aufklebe, dass ich die Teile erst nochmal nacharbeite mit Spachtel und dann die Teile aufklebe. Das wäre, glaube ich, sinnvoller, als dass ich da nachher rumwerkel, wenn das Ganze schon auf der Platte klebt. Und dann ist die Zugänglichkeit natürlich nicht mehr, also ist schon noch gegeben, aber da bricht man sich dann, glaube ich, eher ein Bein ab. Ja. Ich glaube, das mache ich dann doch lieber so. Jetzt fängt es hier doch ganz schön an zu plästern draußen. Kräftiger Regenschauer. Weiß ich, ob man das hören kann bei euch. Geht schon ganz schön ab hier, Regen- und Sturmmäßig. Ja. Geht jetzt hier draußen ganz schön zur Sache, du. Ja, auch hier ist der Kleber schon schön angezogen. Also wie gesagt, da ist noch eine Menge Schleif- und Spachtelarbeit zu tun, bevor das hier, naja, Form hat es halt schon angenommen, aber bevor das hier mal vernünftige Formen annimmt, da ist noch einiges dran zu tun. Und ich hatte es ja gesagt, am Ende werde ich dann noch Figuren zusetzen zu diesem Diorama, beziehungsweise Fahrzeuge. Ob das jetzt militärisch oder zivil wird, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, schauen wir da mal. Und ich denke, ich werde jetzt hier noch das Klebeband entfernen. Und dann die Teile nochmal provisorisch zusammenstellen, dass ihr mal sehen könnt, wie das ungefähr aussehen wird am Ende. Auf der Verpackung ist zwar schon ein Bild drauf, aber dann hat man schon mal einen besseren Eindruck. So, wie macht man das hier noch ab? Und im Übrigen ist ja hier auch zu sehen, hier ist ja abgebildet, soweit ich das sehe, eine Winterlandschaft. Natürlich ist einem absolut freigestellt, da auch eine Sommerlandschaft draus zu machen. Auch das werde ich mir noch überlegen. Ja, also da habe ich mich noch nicht festgelegt. Ja. Ja, Erik, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Und ich denke mal, wir sehen uns spätestens im nächsten Livestream von dir. Schaue ich natürlich gerne auch wieder rein. Dann wünsche ich dir einen guten Wochenstart. Noch abfummeln. Auch hier würde ich sicherlich noch mal mit dem Kleber irgendwie nachgehen müssen. Und auch wie gesagt noch mal mit Spachtelmasse. Jupp. Die zwei noch. Ja, ich wusste es, es hält nicht. Ich wusste es, ja. Hier oben hat es sich wieder abgelöst.
Da gehe ich jetzt noch mal kurz bei. Erstmal das ganze Klebeband hier von den Fingern abziehen. Und dann machen wir uns hier nochmal einen neuen Streifen zum Fixieren. Und da gehen wir jetzt nochmal kurz dran. Das kippt aber auch immer wieder da rein. Das ist echt ätzend hier oben an der Ecke. Na gut. Ja. Den geben wir dann noch mal ein bisschen länger Zeit zum Aushärten. Okay. Ja, ich stelle das Ganze jetzt noch mal zusammen. Dass ihr das noch mal sehen könnt ihr, wie es denn so geplant ist. Ja, also man sieht schon hier und da, da ist noch einiges an Nacharbeit nötig. Das wird klar. Das ist jetzt noch nicht das Endprodukt. So, ja, genau. Genau das meine ich, ja. Also so in etwa. So. Und dann, wo gehörte das noch? Ja, genau, hier hinten. Das kommt dann noch so hier dran, dieses Mauerstück. Und ja, Lars, immer noch nicht fertig. Nö, ich habe zwar Gas gegeben, aber ein bisschen dauert es noch. Also 5 Minuten kannst du noch mal reinschauen, dann müsste ich durch sein. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Diese ganze Spachtel- und Schleifarbeit, die erspare ich euch jetzt. Also so in etwa sieht es am Ende aus. Das nehmen wir jetzt alles nochmal herunter, weil da ist noch einiges dran zu bearbeiten. Gut, ich sag euch danke fürs Zuschauen. Lars, ja. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Sonntagabend und sage bis demnächst. Bleibt gesund. Ciao, ciao.